Willkommen auch schon wieder zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Es wird langsam dunkel, wir haben es 7 Uhr und von daher würde ich ganz gerne die Nacht heute in dem Hotel hier verbringen, denn das scheint mir ein sicherer Unterschlupf zu sein. Und ja, mein Charakter ist aber mal wieder hungrig und von daher bekommt er jetzt als allererstes mal was zu futtern, vorausgesetzt ich habe noch was. Mal gucken, hier schon mal nicht. Höchstens die Orange Limo. Wisst ihr was? Die nehmen wir doch gleich mal. Runter damit. Das einzige Problem, was ich jetzt aktuell habe, mein Charakter wird wahrscheinlich wieder nicht schlafen können, oder? Kann es sein? Zu starke Schmerzen. Dachte ich mir doch. Aber gut, dann kann er sich zumindest gleich mal ausruhen. Sehr schön. So, 20 Uhr. Jetzt ist die Frage, gehe ich weiter oder überspringe ich die Nacht? Wisst ihr was? Wir überspringen mal eben die Nacht. Ganz geschwind. So, 10 Uhr haben wir es gleich. Super. Aber wird auch gar nicht müde. Doch, jetzt. Nee, etwas gelangweilt. Okay, schwer beladen, jetzt ist er schon hungrig. Ui, und jetzt ist er auch schläfrig geworden. Aber schlafen kann er... Nee, kann er immer noch nicht. Nun gut. So, 4 Uhr. Perfekt, können wir weitergehen. Und hoffentlich finde ich auch irgendwas zu beißen. Schauen wir mal. Ui, da haben wir ja wieder so ein verbrettertes Haus. Vielleicht findet sich da gleich guter Loot drin. Ui, da ist aber noch eine Horde am Start. Okay, hier haben wir nichts. Doch, da ist noch ein Zombie. So, vielleicht schaffe ich es ja, dass ich die Horde hier irgendwie ein bisschen aufteilen kann. Ah ja, eine kommt schon. Sehr schön. Ah, sogar zwei. So, hier ist nichts geboten. Perfekt. Na, komm nur her. Super. Gut. Okay, jetzt sind hier ausgerechnet zwei Zombies ins Haus verschwunden anscheinend. Na komm. Sehr gut machst du das. Genau. Ui, da kommt noch einer, oder? Nee. Der kommt jetzt erst. Na komm, mach ihn platt. Zack, treten. Sehr gut. Bleibt nur noch der hier. Gut. Obwohl, halt. Da sind noch Zombies drin. Zwei Stück sogar. Da kann ich die Tür aufmachen. Ui, geht sogar. Da kommt noch einer. Ui. Noch jemand hier, anscheinend. So, zack, erledigt. Super, das müssten jetzt aber alle gewesen sein, oder? Aha, wer sagt's denn? Ui, da haben wir noch so ein Haus. Nun gut, eins nach dem anderen. Wir schauen uns erstmal hier um. Nägel mitnehmen. So, die Zombies haben... Doch, die haben schon was für uns. Was war das hier gerade eben? V2 Fernsteuerung. Wird verwendet, um hergestellte Bomben und Fallen fernzusteuern. Super, mitnehmen. Und auch noch eine Zeitschaltung, die wir hier ergattern können. Perfekt. So, Tür zu. Ui, perfekt. Die können wir gleich mal essen, die Käsenudeln. Und die Dosen nehmen wir natürlich mit.
Das ist doch schön sowas. Sehr gut gesättigt. So, gibt's hier noch was? Okay, noch mehr Nägel. Auch gut. Und hier? Okay, haben wir noch Honig und Chips? Sage ich auch nicht nein. Nehmen wir natürlich auch mit. So, warum nimmt er die nicht? Jetzt nimmt er sie. Gut. Gibt's hier noch was? Noch mehr Nägel. Okay, verrottet Lauch. Und ansonsten haben wir hier nichts mehr. Okay. Ui! Noch mehr Dosenfutter. Super. Alles mitnehmen. Das ist doch gut. Hier gibt es Nahrung in Hülle und Fülle. So muss das sein. Schweißstäbe auch nicht verkehrt. Nehmen wir mit. Einwandfrei. Gut, mehr gibt es hier drin nicht. Aber da drüben haben wir ja noch so ein Haus. Oh, das schaut relativ verlassen aus. Kann es sein oder täuscht es nur? Nee, kein Zombie weit und breit in Sicht. Ui, da ist eine Horde. Wie viele sind es? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück. Das sind viel zu viele für meinen Geschmack. Wir müssten die vielleicht aufteilen. Oder aber ich schaue mir einfach das Gebäude an. Halt. Oh, ich kletter hier noch durch. Aber zum Glück ist nichts passiert. Eieiei, sowas aber auch. So, Bleichmittelflasche. Okay. Ui, ein leeres Notizbuch. Das ist gut. Nehmen wir mal mit. Dann könnte ich mir nämlich nachher gleich Notizen machen, wo ich den ganzen Loot verstaut habe oder zwischengebunkert habe. Denn in der letzten Folge habe ich ja unter anderem Loot zurücklassen müssen. So, hier gibt es noch mehr Loot in Form von Nahrung. Sehr schön. Da haben wir hier noch was drin. Kühlschrank? Nee, danke. Brauchen wir auch nicht. Streichhölzer. Gut, okay. Hier gibt es noch mehr Nahrung. Ja, der Wahnsinn. Das ist ja, das ist richtig klasse. Wir können hier unsere Nahrungsvorräte auffüllen. Bis zum geht nicht mehr. Das ist richtig, richtig gut. So, im Badezimmer. Ist kein Zombie. Doch, da liegt einer, aber tot. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich bin gerade ehrlich gesagt überwältigt. Hier gibt es noch mehr Nahrung. Ich bringe das ganze Zeug gar nicht mehr unter. Wisst ihr was? Wir lagern das hier mal ganz geschwind ein. Und machen uns eine kleine Notiz auf unserem Notizblock. Beziehungsweise auf unserer Karte. Mal gucken. Sehr gut. Da habe ich einen Stift. Beziehungsweise habe ich meine Karte dabei. Die habe ich dabei. Sehr schön. Karte lesen. Gut, kann ich mir hier Notizen machen? Beziehungsweise wo bin ich überhaupt? Bei der Kirche bin ich nicht. Ich war hier in der Nähe des Motels. Ui, ich höre Zombies. Ich muss hier mal eben die Karte weglegen. Ui, die sind ganz nahe. So, wir gehen gleich nochmal rein ins Gebäude. Oh, weia. So, ich muss die Gruppe hier wieder aufteilen. Es hilft alles nichts. Hinter mir kommt keiner. Gut. So, tief durchatmen. Und dann wieder das Beste aus der Situation machen. So, zack, schubsen und sehr gut. So, komm, fall um. Sehr schön. So, es kommt noch jemand, oder? Nee, die kommt nicht. Es müsste nur einer kommen. Einer oder zwei maximal. Mehr will ich gar nicht. Ich glaube, der hat mich gesehen, oder? Auch nicht. Na, kommt halt her hier. Hier bin ich.
Ah ja, sehr gut. Oh, Ruhe. Ui. Oh, weia. Nee. Nee, 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 nee. Das ist nicht gut. So, der hier, der einzelne. Haha, sehr schön. Okay, zwei Stück. Hinter mir passiert nichts. Das ist gut. Die locken wir jetzt mal hier nach oben. Ah, sind die beide tot? Nee, noch nicht ganz. Aber jetzt. Ja, es läuft. Das ist echt schön gerade. So. Beschüttet aber auch. Aber nun gut. So, komm, mach sie kalt. Jetzt sind es noch drei. Der kommt sowieso schon. Das ist gut. So, jetzt müsste er nur mal umfallen. Aha, oder so. Zwei Stück haben wir noch. Dann können wir wieder ins Haus reingehen und looten. Na komm. Gut, gut, gut. Sehr gut. So, bleibt nur noch eine. Und das war ihr Todesurteil. Super. So, Horde erledigt. Das heißt, wir können jetzt nochmal ins Haus reingehen. So, hier zumachen. Haben wir hier noch einen Zombie? Nee, gut. So, ich bin bei der Karte stehen geblieben. Karte lesen. Wo bin ich hier? Ich war zuvor im Motel. So, mal kurz orientieren. Vielleicht hilft mir die Legende weiter. Medical. Das müsste dieser Cordman Medical sein, da unten dann. Dann bin ich hier raufgerannt. So. Wo ist das Motel? Gibt's für Motels auch ein Symbol? Das ist meine Base. Restaurant und Entertainment. Hospitality. Das müssten Unterkünfte sein normalerweise. Genau, da drüben ist ein Motel. Das heißt, dann müsste ich hier gewesen sein, oder? Das kommt auch von der Gebäudeform hin, dieses Rechteck. Genau, das war das Motel. Das heißt, ich bin jetzt hier gerade im Trailerpark. Gut, jetzt muss ich mir nur noch eine Notiz machen. Benötige einen Stift. Aha, habe ich nicht. Nun gut, aber vielleicht haben die Zombies da draußen einen Stift dabei. Nee. Hier vielleicht? Auch nix. Die haben alle keinen Stift. Tatsächlich. Nun gut. Vielleicht finde ich da drin noch was zum Schreiben. Hier hinten vielleicht? Genauso wenig. Kopfkissen, was gibt's hier noch? Schnurlos Telefon. Gut, das zerlegen wir gleich mal. So, es gibt hier leider keine Möglichkeit, sich eine Notiz zu machen. Nun gut, dann, wisst ihr was? Dann schlafe ich mal eben. So, hoffentlich kommt jetzt kein Zombie durchs Fenster, sonst habe ich ein riesengroßes Problem. Ich sag's euch. Drückt mir die Daumen, dass das nicht passiert. Da hat sich ein Schuss gelöst. Gelost. Gelöst natürlich. Bro. Ja. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen hektisch. Ich muss hier weg. Und zwar schnellstens. Ich sag's euch. Es wird nicht lange dauern, dann kommen hier die Zombies an. Ich glaube, das war aber von da oben, oder? Kann es sein? Aber sehen tue ich keine Zombies. Wo sind die abgeblieben? Kommen die noch? Waren die schon hier oder was läuft hier gerade? Hm.
So, wir schauen uns mal weiter um. Ui, da ist ein Zombie drin. Aber sonst sehe ich keine Zombies. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Okay, abgeschlossen. Da kommt das Fenster. Nee. Hier kommt er nicht hin. Das hier vielleicht. Ja, gut. So, sehr schön. Gibt's hier noch was für mich zu holen? Okay, das alles braucht man nicht. Gleich mal zerlegen. Das Radio. Gut, hier haben wir zumindest noch was zu trinken und ein bisschen was zu essen. Ein Küchenmesser könnte man auch mitnehmen. Wenn schon, denn schon. So, jetzt wäre aber noch ein Stift recht. Wenn ich mir gleich eine Notiz machen könnte. Okay, das Badezimmer ist zumindest schon mal leer. Das ist schön. Halt, falsch. Will er hier durch? So, vielleicht komme ich hier rein, oder? Nee, keine Chance. Keine Chance, dass ich hier reinkomme. Nun gut, ich könnte aber die Tür auch demontieren. Nee, geht auch nicht, oder? Up on door. Warum geht es nicht? Na, weil die wahrscheinlich hier verstärkt ist. Nun gut. Können wir zumindest hier gleich mal die Tür aufmachen, damit ich zunächst oder demnächst mal wieder hier reinkomme. Und ja, ich sage auch schon wieder vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von Project Zomboid. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.